es ist dann immer enger geworden, es ist mir auch die Luft weggeblieben. Ich habe einfach gemerkt, eigentlich, ich komme da fast nicht mehr raus, das ist ein Tunnel. Da hat es mich reingezogen, ich habe nicht mehr zurückgehen können. Also ich habe immer gemerkt, es wird immer dunkler. Menschen, die glauben, Künstler, die sind so, ja, die denken eh nichts. Die halten ihren Schädel in einen Farbtopf rein und dann malen sie Bilder. Also das ist ja nicht der Fall. Ich kann mit geraden Linien nichts in Schwingung bringen. Eine Gitarrenseite muss auch schwingen, sonst hört er keinen Ton, sonst vibriert der Ton nicht. Ich tue mir mit dem Begriff abstrakt sehr schwer. Mir ist eine Farbfläche einfach zu wenig. Ich kann eckige Brüste auch malen, nur mir gefallen eckige Brüste nicht. Der Künstler muss ja mit sich selbst experimentieren. Ich kann ihn nicht unbedingt zum Nachbarn anleiten und fragen, wie muss ich da jetzt den Teil da drüben fertig malen. Der wird mir nicht helfen können. Das macht mich sehr traurig. Aber ich gebe dann nicht auf, sondern ich tue dann weiter. Dann mole ich halt drüber.